um den Sieg, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Da hat sich der gute Kubacki zu weit abgesetzt. Ja, aber der ist auch gut, ja. Der ist auch gut. Außer es lässt mal einer auch richtig einen raus. Der war richtig gut. Wieder von Andreas Wellinger. Kann da auch noch mal ein bisschen zulegen wahrscheinlich. 101 Meter im ersten Durchgang. Noten allerdings nicht so hoch, genauso weit. 101, 18,0. Das ist auch berechtigt. Zweimal 18,5, einmal 19,0. Schauen Sie mal auf die Landung, da hat er doch einen Wackler dabei. In der Luft ist alles super. Ja, ein bisschen breit ist er da geworden. Mal kurz, ein bisschen breit geworden. Skispringer werden nicht breit. Bei der Landung habe ich gesagt. Ja. Hast du gesagt, ja? Also dritter Platz, Sakuyama, Laie Wellinger. Laie vor Wellinger. Na gut. So, jetzt haben wir noch Wala, Freund Kubacki. Wala, in Wismar hätte ich noch gesagt, zwei von der gleichen Qualität kriegt er nicht runter. Die These würde ich jetzt nicht aufrechterhalten. Aber sie stimmt. Sie stimmt. Wala fällt zurück. Ja, trotzdem aus einem guten Sprung im Wettkampf wären dann auch vielleicht mal zwei gute Sprünge in einem Wettkampf. Auch wenn es heute noch nicht der Fall war. Trotzdem scheint er sich wirklich zu stabilisieren. So, liebe Leute. Geschlossene Mannschaftsleistung. Ja, bislang aber noch kein Deutscher auf dem Podest. Ja, aber das ist ja mit Sicherheit jetzt schon ein Deutscher auf dem Podest. Jetzt ja. Nee. Doch ja. Ein Deutscher ja. So, Severin Freund. Also er müsste wirklich einen fast nicht machbaren Sprung zeigen, um Kubacki noch zu gefährden. Ja, oder David Kubacki hat eben dann beides auch, müsste ja, wahrscheinlich kommen. Zweiten schwächeren Sprung. Aber zumindest muss er erstmal Kento Sakuyama von der Spitze verdrängen. So, das sollte er schaffen, Severin Freund. Warum sah der gefälliger aus? Ja, ja, passt. Ja. Severin führt. 102,5 Meter hätte er springen müssen und genau die springt er. Und die Noten sollten in Ordnung sein, sollten sehr hoch sein. Oben hat er sich ein bisschen mehr Zeit gegeben. Also hier die Phase, da hat sie noch etwas zusammengedrückt in dem Knick. Aber da, das sah besser aus. So, also. 4x19,0, 1x18,5, das sollte doch reichen. Ja, das reicht auch. Severin Freund ist in jedem Falle Zweiter. Jetzt hängt es von dem Sieger von Wismar ab, der in Wismar zweimal gewonnen hat mit den Polen im Team. Und das Einzel. Und Severin wird sich sagen, das ist mir eigentlich ziemlich wurscht jetzt. Ich habe einfach wieder meine Trainingsresultate abgerufen. Ich weiß, wo ich stehe. Und das ist für mich wichtig. Das ist auch manchmal so eine Anekdote. Und das sind Hinterzarten, ne? Also nicht unbedingt seine Lieblingsschanze, hat ja. Er auch bei uns gesagt hier so. Im Interview. David Kubacki. Er braucht eigentlich nur normal zu springen. Wenn er 100, ja. 100,5 springt, dann gewinnt er. Dann hat er gewonnen. Er war aggressiv. War es zu aggressiv? Das reicht. 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 Vielleicht. Reicht. Vielleicht. Vielleicht. Nochmal 100 Meter. Ja. Ah, 100,5 Meter. Ja, aber die Noten sind nicht so hoch. Also 18,5, dreimal, vier, dreimal, einmal 19,0, die fällt raus, die 18,0 fällt raus. Also es könnte eng werden. Ich lass mal den Computer rechnen. Es könnte eng werden. Ja. Severin Freund kann ihn noch gepackt haben. Auf jeden Fall ist das eng zwischen den beiden. David Kubacki, Riesenvorsprung aus dem ersten Durchgang, aber so schnell kann es gehen. Weiß Gott, kein schlechter Sprung. 100,5 und es ist mucksmäuschenstill. Keiner weiß es. Keiner weiß es. Komm, Computer, beeil dich ein bisschen. Und Kubacki. Kubacki hat's. Kubacki hat's. Mit 2,4 Punkten. Naja, gut, es ist dann. Das ist dann doch mehr als ein Wimpernschlag. Aber er hat es nochmal spannend gemacht. Aber der überragende Sprung von Kubacki im ersten Durchgang, ja. Der war es eben. Ja. Auch heute wieder richtig schöner Wettkampf.
traumhafte Atmosphäre, Riesenstimmung und bitte Freund, Zweiter, Laie, Vierter, Wellinger, Fünfter, Freitag, Siebter, Wank, Neunter. Noch irgendwelche Fragen? Nein, in keine. In irgendeiner Form das Ergebnis von gestern wohl bestätigt, oder? Ja. Wir sind jetzt schon gespannt, was Herr Kubacki mit diesem Sommer dann im Winter anrichtet. Und wie das weitergeht. Er ist scharf auf den Gesamtsieg im Sommer-Grand Prix. Das hat er uns auch gesagt. Ja, während Severin Freund, dem ist das ziemlich wurscht. Ja, dann heißt es also auch dann nicht nur Courchevel und Einsiedeln springen, sondern eben auch nach Hakuba fliegen, nach Tschaikowski fliegen, nach Almaty fliegen. Und das kann dann schon einmal zu viel geflogen sein. Und dann nochmal nach Hinzenbach fahren, denn da ist ja das Finale dieses Jahr, nicht in Klingenthal, wie in den letzten Jahren gewohnt. Und dann könnte vielleicht auch schon ein bisschen zu viel Kraft in den Sommer geflossen sein. Aber das muss das polnische Team, die Verantwortlichen, er selber wissen, entscheiden, was am Ende wichtig ist.